Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Und jetzt springen die Kinder schon alle hoch, das ist schön. Ich hoffe, die Martina ist vorbereitet auf diesen ganzen Ansturm. Ich möchte an dieser Stelle aus schon sagen, also wir bräuchten ganz dringend auch Kinderkirchmitarbeiterinnen und Kinderkirchmitarbeiter. Wir wollen gern die Kinderkirche weiter aufrechterhalten, sogar vielleicht noch ausbauen nach den Sommerferien. Allein uns fehlen nicht die Kinder, aber die Mitarbeiter. Also wenn ihr euch dafür interessiert, sehr, sehr gern an mich wenden. Genau, und jetzt starten wir mit dem Posaunenchor und Vorspiel. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen, den du uns schenkst. Wir glauben, dass es dich gibt. Wir glauben, dass wir nicht zufällig in diese Welt gekommen sind und dass wir auch nicht einmal zufällig wieder vergehen, sondern dass du durch dein Wort alles geschaffen hast. Und das Wort bist du, Jesus. Durch dich wurde alles geschaffen, auch wir. Wir danken dir, dass wir dir als deine Geschöpfe heute zujubeln dürfen, du lebendiger Gott. Wir danken dir für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, für jeden und jede Einzelne. Danke, dass du sie uns schenkst. Herr, und so bitten wir dich, dass wir heute dich hören, durch alles, was geschieht in diesem Gottesdienst, dass wir dich hören, dass wir deine Stimme hören. Denn alles, was wir tun im Gottesdienst, ist ein Reden
Und auch wieder ein Hören auf das, was du sagst. In Jesu Namen. Amen. Blessed be your name. Wir singen das erste Lied. Ihr findet alle auf dem Liedblatt abgedruckt. Challenge. Die Konfis, die legen hier einen längeren Glaubensweg-Parcours zurück. Um den richtigen Weg zu finden, durften sie einige Hilfsmittel mitnehmen. Unterwegs gibt es 3 Kontrollstellen, die den Konfis dann mit einem Stempel bestätigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
Wir und ich sind hier an der ersten dieser Stelle und nachdem mich jetzt alle Konfis passiert haben, kann ich mich nun auf den Weg Richtung Ziel machen. Oh, Moment mal, da kommt ja noch jemand. Ja, so ein Mist. Jetzt habe ich mich verlaufen. Hier war ich doch schon mal. Jetzt bin ich doch tatsächlich im Kreis gelaufen. Ja, Christina, hast du irgendein Problem? Ja, nö, ich dachte einfach spaßeshalber, ich drehe noch eine Runde, ne? Ja, hast du denn die Glaubensnavi-App nicht geladen auf dein Handy? Ja, die App ist nicht das Problem, aber mein Handy hat keinen Saft mehr. Der Akku ist komplett leer. Ach, der Akku. Hast nebenher zu viel Videos geguckt, oder? Ja, sonst wäre auch ziemlich langweilig gewesen, ne? Ja, und wie sieht's aus mit einer Powerbank zum Laden? Powerbank? Lass ich nicht lache. Konnten wir gerade mal mein Handy finanzieren. Ja, geben dir deine Eltern nicht genug Taschengeld? Nee. Vielleicht soll ich mal mit denen reden. Wäre vielleicht besser, ne? Also, wenn ich's richtig weiß, habt ihr nicht nur eine Glaubens-Navi-App bekommen, sondern auch eine Landkarte. Eine Landkarte. Die müsste in deinem Rucksack sein. Guck mal genau nach. Ja, ja. Ja, das Handy kannst eh wegstecken, weil es hat ja keinen Saft. Und, findest du irgendwas, was aussieht wie eine Landkarte? Tatsächlich schon. Das ist analog, Mensch. Das hatten wir früher immer. Ja, mach mal auf. Ja. Guck, aus Papier. Ist jetzt nicht so ganz GPS, das bin ich ja nie. Na gut, das können wir ja vielleicht noch üben. Aber hättest du nicht vielleicht deine Freundin nach dem Weg fragen können? Freundin? Ich habe keine Freundin. Ich muss den Weg ganz alleine finden. Echt? Jetzt pass mal auf, vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich habe ja hier extra für verlorene Konfis ein Notfallpack dabei. Also hier, Powerbank, Gott gibt mir Kraft, das für dein Handy. Dankeschön. So, und dann habe ich hier noch in grün für dich. Und das ist dann die Taschenlampe, oder was? Wie Taschenlampe? Ja, steh doch drin. Was? Herr Wohlden, der ist auswendig kann, ne? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oder so ähnlich. Hey, du hast aber gut aufgepasst im Konfi. Tja, wenn man sich schon die Mühe gibt, hinzugehen. Naja, also eigentlich, du bist ja jetzt eh die Letzte, die hier vorbeischnappt. Habe ich ja auch Zeit. Aber du willst wahrscheinlich nicht, dass ich mich gemeinsam mit dir auf den Weg mache, oder? Nee, muss nicht sein. Ja, aber klar. Obwohl, wenn du nichts Besseres zu tun hast, müssen ja eh in die gleiche Richtung. Ach, jetzt doch. Ja, wenn du meinst, ist ja auch eigentlich nur wegen mir, weil ich laufe nicht so gerne alleine. Ja, dann suchen wir den Weg halt zusammen, ne? Ja, dann fällt das Ding mal auf. Ja, die Karte kannst du nehmen. Ja, guck mal, Norden muss nach oben. Ja. So, und während die anderen jetzt das nächste Lied singen, dann finden wir auch den richtigen Weg. Und passend dazu singen wir wohl denen, die da wandeln. Fangen wir gleich an, oder? Vorspiel? Kleines Intro und dann beginnen wir. Thank you.
wollen gemeinsam Psalm 119 beten und bitten darum, wem es möglich ist, aufzustehen. Wir lesen im Wechsel immer die vorgerückten Zeilen und bitten die Gemeinde, mit den eingerückten Zeilen zu antworten. Psalm 119. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnung deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten. Verlass mich nimmermehr. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort. Bist du mich. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wege. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden. Stärke mich, dass ich gerettet werde. Ich will stets Freude haben an deinem Gebot. Weiter in der Stille. Vater im Himmel, ja, du hast gesagt, Herr, kommt her, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Danke, Herr, ja, dass wir dir wirklich alles hinlegen dürfen, was uns betrübt, Herr, was uns Sorgen bereitet. Und du hast uns nun gehört, was wir dir gesagt haben, Herr, all unser Flehen, unser Bitten, Herr, ja, auch unser Danksagen. Herr Jesus, gib uns einen festen Glauben und Vertrauen, dass du Gebet erhörst. Denn bei dir ist wirklich nichts unmöglich, Herr. Du bist größer und höher als alles auf dieser Welt. Ja, Herr, segne du nun Jörg Breitling und gib uns offene Herzen für seine Botschaft. Amen. Der Name ist schon gefallen, Jörg Breitling, gebürtig komme ich von Rothfelden, Kamelhof gehörte meinem Vater. Wenn Sie mich irgendwo sehen, einfach Hallo Jörg. Es kann bloß sagen, ich kenne Sie nicht. Dann müsst ihr halt sagen, Gottesdienst unter Jettingen oder so. Wenn ich manchmal beim Lidl bin, sprechen mich drei Leute an. Gibt es hier Hochdeutsche? Verstehen alle Schwäbisch? Gut, also wenn ich beim Lidl bin, kann es sein, sprechen mich drei Leute an. Und nachher frage ich meine Frau, wer war jetzt das? Und sie sagt, den musst doch du kennen. Also das passiert dann immer wieder. Verheiratet mit Tamara, wir haben drei Kinder. Und ich bin Pastor im Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Ist das okay? Ja. Gewicht, Alter, brauchen wir nicht, oder? Gut. Vorbemerkung, bevor wir ins Thema reingehen.
Kinderkirchmitarbeiter fehlen. Das hat mich jetzt gleich angesprochen. Wenn wir nicht in unsere Jugend investieren, haben wir keine Zukunft. Und Kinderkirche kann jeder machen. Also Konfirmanden sowieso. Meine Tochter macht auch Kinderkirche, das geht gut mit 15. Oder Kinder, also sie macht Mädchenjungschar. Und meine Frau macht es auch noch, die ist 45. Also gut mal überlegen, warum nicht? Warum nicht? Warum soll ich nicht Mitarbeiter sein in Kindergottesdienst? Einfach so geschehen als Vorbemerkung. Mein Jüngster, der Joel, der wollte eine Pflanze in seinem Zimmer haben. Und dann haben wir gedacht, wegen der überschaubaren Pflege, wir geben ihm einen kleinen Kaktus. Jawohl, so. Und dann stand er jetzt mehrere Jahre in seinem Zimmer rum. Und dann pendelte der immer zwischen Fensterbank, Nordseite und Schreibtisch, da wo er halt gerade nicht stört. Und der Kerl hat tatsächlich überlebt mit minimalstem Licht- und Wasserversorgung. Und dieses Jahr hat meine Frau jetzt geholfen, das Zimmer auszumischen. Und dann war die Frage, was machen wir denn jetzt mit dem Kaktus? Der hat noch gelebt, aber der war klein und hunzelig. Und dann hat meine Frau ihn mitgenommen und hat ihn umgetopft in einen größeren Topf, ein bisschen Wasser rein und so weiter. Und dann in die Küche gestellt, Fensterbank Südseite. Und wie ihr seht, ich habe ihn jetzt mitgebracht, der ist innerhalb weniger Wochen ordentlich gewachsen. Innerhalb weniger Wochen, dank Gießen und hellem Licht. Von klein auf schrumpelig zu groß und kräftig. Und das ist ein Bild für mein Leben in meiner Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Wenn ich mich ihm, wenn ich mich seinem Einfluss aussetze, dann gedeihe ich. Wenn ich die richtige Nahrung zu mir nehme, sein Wort, die Bibel, dann ist Wachstum vorprogrammiert. Wer sich an Gott, wer sich an sein Wort hält, der wächst. Und ich lese nochmals auszugsweise ein paar Verse aus Psalm 119. Es ist ja der längste Psalm. Und wir haben jetzt gerade in der Schriftlesung auch nur einen kleinen Teil gelesen. Und ich lese uns nochmals ein paar Verse aus Psalm 119. Da heißt: Glücklich sind, die auf alles achten, was Gott in seinem Wort bezeugt. Die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Die sind zu beglückwünschen. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem er sich nach Gott, nach seinem Wort richtet. Und dann bittet dieser Psalmbeter: Lehre du mich, deine Bestimmungen zu folgen. Sie sind besser als ein Schatz in Gold- und Silbermünzen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wachstum, geistliche Weiterentwicklung sind die Kennzeichen eines reifen Christen. Dass man von klein zu groß wird, das zeigt sich vor allem in der Liebe zu Gott, dass ich Gott lieb habe und in der Liebe zu meinem Mitmenschen. Dass ich mit dem anderen, auch wenn es ein Fremder ist, liebevoll und barmherzig umgehe. Ihr könnt nicht sagen, ihr seid reife Christen, wenn ihr untereinander streitet wie Teufel. Könnt ihr nicht, nehme ich euch nicht ab. Sondern wir leben von der Barmherzigkeit Gottes. Und wenn wir diese Barmherzigkeit nicht weitergeben, haben wir es nicht kapiert. Jahreslosung. Ne? Seid barmherzig, wie Gott zu dir barmherzig ist. Und da kann ich immer wieder auch zu Gott kommen und sagen: Herr, veränder du mich, dass ich zu anderen barmherzig bin. Und wenn ich es nicht will, dann schenk doch, dass ich es will. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da hin? Wie werde ich zu einer gut gewachsenen Pflanze, die fest verwurzelt ist und die Früchte bringt? Wie komme ich zu einem von Gott veränderten, von einem erfüllten Leben, das auch andere zum Segen wird? Das ist doch auch mein Wunsch, oder ich hoffe mich auch eurer, dass wir auch andere zum Segen werden. Dass in 50 Jahren Leute auf mich zukommen und sagen: Ja, du warst mir ein Segen. Natürlich, wenn ich das Gespräch mit ihm suche, wenn ich bete. Natürlich, wenn ich mich mit anderen Christen treffe, wenn ich in den Gottesdienst gehe und mich dann auch austausche und sage: Wie geht's dir? Wie geht's mir? Für was können wir beten? Das war Offenheit untereinander leben. Dass ich auch persönliche Anliegen teile, dass ich die andere ermutige und auch mal ermahne.
Aber geistliches Wachstum geschieht vor allem, wenn ich mich ihm, wenn ich mich seinem Wort der Bibel aussetze, wie so ein Kaktus der Sonne. Im Jahr 2011 gab es eine Umfrage bei Willow Creek, eine ganz große Kirche in Amerika, in Chicago. Und das Ergebnis, also die haben 250.000 Leute befragt aus verschiedensten Gemeinden. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse war, nichts hat größeren Einfluss auf geistlichen Wachstum eines Christen als die Beschäftigung mit der Bibel. Nichts hat größeren Einfluss auf das geistliche Wachstum eines Christen als die Beschäftigung mit der Bibel. Und das ist auch das, was mir das Wort Gottes selber sagt in unserem Text, im Psalm 119, der ja nur so sprudelt. Als ihr Konfirmanden, wenn ihr nachher eure Bibel bekommt, dann geht ihr heim und dann schlagt ihr mal den Psalm 119 auf und dann macht ihr einen Farbstift und dann schreit ihr mal überall an, wo das Wort Gottes oder der Rat Gottes oder so mal vorkommt. Das ist echt cool zu sehen, was da so alles drinsteckt. Aber es gibt ja auch gleich den ersten Psalm, Psalm 1, wo es heißt, glücklich ist der Mensch, der sich meinem Wort aussetzt. Der ist wie ein Baum, gepflanzt ein Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er tut, es gelingt wohl. Es gibt noch ganz viele andere Stellen in der Bibel, die deutlich machen, Gott, sein Wort schenkt Leben. Es gibt mir Halt in meinem Alltag. Das Wort Gottes bedeutet Leben, Freiheit, Freude. Wenn jemand etwas anderes predigt, dann ist es nicht Evangelium. Evangelium ist immer Freiheit, Freude, Leben, dass etwas entsteht, dass etwas wächst. Wer sich an Gott, wer sich an sein Wort hält, dessen Leben gelingt. Das erleben doch Menschen weltweit, wenn sie sich dieser Quelle aussetzen. Ich war auf der Bibelschule in Bad Liebenzell und eine Klasse über mir war der Wolfgang. Der hat aus seinem Leben erzählt, der Wolfgang hat Maschinenschlosser tagsüber gelernt und nachts war er unterwegs mit Drogen und Mädels. Und dann ist er umgezogen, dann ist ihm die Bibel aus dem Umzugskarton herausgefallen und hat sich nicht getraut, sie wegzuwerfen. Und hat also in einer WG gewohnt und das wollte er denen natürlich nicht sagen, dass er da noch Bibel hat. Und dann hat er sie heimlich auf dem Klo gelesen. Und ist darüber zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Durchs Bibellesen. Und dann ist er in die äußere Mission nach Spanien gegangen. Oder ich denke, sagt euch der Bibelraucher was, der Wilhelm Bunz, mal Hand hoch, wer der Bibelraucher? Ah doch, also. Also ich habe noch ein paar Leseproben dabei, die dürft ihr gerne nachher mitnehmen. Ich lasse hier vorne liegen. Wilhelm Bunz war bei uns im November, sein Vater kommt von Neubulich, also von Neubulach, am Bulich halt, ja. Und er hat erzählt aus seinem Leben, wie schrecklich seine Kindheit war und wie kriminell er wurde. Und er kam ins Gefängnis nach Bruchsal und sein Spitzname war Blutbad Willi, weil er die Menschen, wenn er mit ihnen gehandelt hat, so lange den Kopf auf der Bettung geschlagen hat, bis Blut gekommen ist. Vorher hat er nicht aufgehört. Und er war im Knast in Bruchsal und dann hat er immer wieder auch die Wärter da das Essen hinterhergeschmissen, Schlägereien. Und dann kam er immer in die Arrestzelle. Und in der Arrestzelle, da durftest du nichts mitnehmen, außer eine Bibel. Da hat er die Bibel mitgenommen, aber nicht zum Lesen, sondern zum Rauchen. Also die Seite kannst du ja, ne? Da hat er immer so gemacht, er hat die Bibel eine Seite gelesen, hat er sie geraucht. Und irgendwann im Neuen Testament oder wenn er dann irgendwo angekommen ist, hat er zu Gott gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mich verändern. Und dann kommt er aus der Arrestzelle heraus. Und sein Mitgefangener sagt zu ihm, Willi, was ist mit dir los? Du schlägerst dich nicht mehr mit den anderen und du wirfst das Essen nicht mehr den Gefängniswärtern hinterher. Was ist mit dir los? Da hat er gesagt, ich glaube, Gott hat mich überwältigt. Aber wenn das einem hier drin sagt, springe ich dich um. Das war sein erstes Zeugnis. Also das ist ein bisschen makaber, aber... Und dann kam er irgendwann raus und wer ihn kennenlernt, der stellt fest, der hat sich total verändert durch das, dass er sich Gott seinem Wort ausgesetzt hat. Das Wort Gottes ist lebendig und spricht zu mir. Die Worte von Menschen werden vergessen. Wer weiß von Ihnen noch ein wichtiger Satz von Gerhard Schröder? An die Jüngere, der war auch mal Bundeskanzler.
Wer weiß, ein wichtiger Satz von Gerhard Schröder, Hand hoch. Eins wichtiger Satz. Bring mal eine Flasche Bier. Bring mal eine Flasche Bier, das ist genau. Dagegen hat die Bibel nie an Aktualität verloren. Ich kann sie immer wieder lesen, sie ist immer wieder neu. Ich habe euch vier Bilder mitgebracht, ich habe euch ja auch ein Handout, sagt man im Neudeutschen, einfach ein Zettel, wo die Gedanken drauf sind. Das erste Bild ist Erdbeeren. Und das Wort Gottes ist wie Erdbeeren. Wer von Ihnen hat Erdbeeren? Gibt es schon hier, oder? Also Rechtling, jawohl. Also für die Rechtling. Erdbeeren, ja. Wie oft geht es in den Garten zum Pflücken? Einmal oder zweimal? Mehrmals. Man geht immer wieder. Und genauso kann ich das Wort Gottes lesen. Und ich lese dieselbe Stelle wieder und sie spricht mich wieder an. Ich lese die Geschichte von Zachäus und dann steht es, was weiß ich, Jesus sieht ihn und dann spricht mich das an, als Jugendlicher im Gottesdienst und zu sagen, Jesus sieht mich. Und dann später lese ich es wieder und was ganz anderes wird mir wichtig. Also das Wort Gottes ist immer aktuell, ich kann es immer wieder lesen. Das zweite Bild, was ich Ihnen euch mitgebracht habe, ist ein Fragezeichen. Das Wort Gottes beantwortet mir als einziges Buch in der ganzen Welt meine Lebensfrage. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum bin ich überhaupt da? Und wie gehe ich um mit meiner Schuld? Es gibt kein anderes Buch, das mir meine Lebensfragen beantwortet, außer die Bibel. Die Bibel gibt Antwort, sie sagt, ich bin kein Zufallsprodukt, sondern von Gott geliebt und gewollt. Da müsst ihr mal Psalm 139 lesen. Ich kannte dich schon, bevor du dich selber kanntest. Ich habe dich im Mutterleib bereitet. Gott interessiert sich für mich. Das ist, sagt das Wort Gottes. Er möchte in Gemeinschaft mit mir leben. Und darum kommt Jesus und stirbt für mich am Kreuz, damit Gemeinschaft möglich ist. Frauen. Also jetzt mal, wenn Männer morgens vor dem Spiegel stehen, wer verstand, Mann morgens schon vor dem Spiegel? Ihr habt einen Spiegel in Unterjedingen, gibt's, ja. Also Männer stehen da im Seitenprofil, ne, und dann gucken sie so und sagen, sieht gut aus. Frauen, wer stand heute Morgen vor dem Spiegel und sagt, danke Herr, dass ich wunderbar gemacht bin, deutliches Anzeichen? Das sagt Gott, das sagt sein Wort über dein Leben, dass du wunderbar gemacht bist und dass Gott was Großes mit deinem Leben vorhat. Und alles andere ist Lüge. Alles andere ist Lüge. Da glaubt er den Medien oder den Worten von Menschen, aber es ist Lüge. Gott sagt über dein Leben, du bist gewollt und geliebt und unendlich wertvoll. Also sein Wort beantwortet meine Lebensfragen. Das dritte Bild ist so ein Pfeil. Sein Wort gibt mir Richtung. Zeigt mir, wo es lang geht. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld, indem er sich nach Gott, nach seinem Wort richtet. Das war für mich als Jugendlicher gut, dass ich in den Teenie-Kreis gegangen bin, dass ich damals schon mich mit der Bibel auseinandergesetzt habe, das hat mich vor manchem bewahrt. Meine Kameraden haben damals mit 14 Pornofilme angeguckt und mich gar nicht gefragt, ob ich mitgucke, weil sie wussten, ich gucke nicht mit. Und das hat mich bewahrt, weil so viele andere Dinge mich kaputt machen. Hier oben im Kopf mich durcheinander bringen. Da wird zwar immer so drüber gelächelt und ah, das ist doch alles nicht so schlimm und voll cool, aber wenn du mit Betroffenen sprichst, die süchtig sind und kaputt gehen und Ehen drunter kaputt gehen und man Sexualität und Partnerschaft nicht mehr normal leben kann, weil man so fehlprogrammiert ist. Glücklich ist der, der sich an Gott, an sein Wort hält, dessen Leben heißt Freiheit und Freude und nicht Sucht und Zwang. Und das vierte Bild noch, es ist ein Pflaster. Sein Wort trägt auch in schweren Zeiten, schenkt Trost im Leid.
Ich bin froh, dass ich, wenn ich Kranke und Sterbende besuche, dass ich ihnen Psalm 23 lesen kann. Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Das ist eine andere Botschaft, wie wenn ich zur Kranke gehe, die im Sterben liege und sage, ah ja, es wird schon wieder. Und eine halbe Stunde später sind sie gestorben. Alles schon vorkommen. Ich habe eine Frau besucht, die Maria in Altensteig. Hier gab es auch Wasser und Regen, oder? Gab es auch Hochwasser? Nein. Ne, da sind wir Altensteiger vorne dran. Ja. Also mir richtig Wasser geht. Und die Maria Tobrates, die habe ich besucht in Altensteig in der Speidelstraße. Die hat richtig Hochwasser geht. War, glaube ich, Montag vor zwei Wochen. Da musste die Feuerwehr zuerst den Hagel wegräumen, damit sie das Hochwasser aus den fünf Räumen im Keller rauspumpen konnten, das so hoch stand. Und dann hat sie so Tag für Tag das Wasser raus und andere in ihr auch geholfen. Und dann entdeckt sie einen Bibelvers, der ihr jemand zwei Wochen vorher geschenkt hat. Und was glaubt ihr, was dieser Bibelvers in der Küche, was da drauf steht? Jesaja 43, Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, will ich dich bewahren. Und so hat sie es erlebt. Also, Gottes Wort ist aktuell wie ein Bären. Es beantwortet meine Lebensfragen. Es gibt mir Richtung, wie ich leben soll. Und es spendet Trost. Und weil es so ist, darum setz dich dem lebensspendenden Wort, setz dich doch Gott selber aus. Glücklich sind die darauf achten, was Gott in seinem Wort bezeugt. Was heißt es? Wie mache ich das? Wenn ich morgens die Zeitung lese, als allererstes, dann begegnen mir viele Schreckensnachrichten. Sind auch die Schwarzwälder oder sind an der Ebola so. Also ganz Spanien ist jetzt Risikogebiet. Wende im Drama, Briten ist Bier. Schweden, Kleinflugzeug stürzt ab, Zug mit Schülern entgleist. Kind laut Vater Geldbündel, da hat mich noch gewundert, warum einer 1000 Euro in der Hosentasche hat. Also, wenn Sie zufällig 1000 Euro in der Hosentasche noch nicht brauchen, wendet Sie sich an mich. 23-Jähriger stirbt beim Füttern einer Schlange und so weiter. Wenn ich das als erstes lese, morgens, dann prägt mich das. Wenn ich mich immer solchen Dingen aussetze, ich schwätze manchmal mit Rentnern, also ich habe viel mit Generation Plus zu tun. Dann erzählen sie mir, wie furchtbar die Nachrichten waren und dass ich deswegen nicht schlafen kann. Dann sage ich, was, guckst du auch abends um 8 Uhr Nachrichten, guck doch um 5 Uhr. Die verändert sich nicht mehr. Und dann kannst du abends um 8 Uhr noch einen Psalm lesen. Das ist doch immer, dem, wo ich mich aussetze, das prägt mich. Wenn ich morgens die Zeitung lese und sehe da 100.000 Euro in der Hosentasche und sonst was, dann regt es mich auf. Und dann bin ich schon ganz anders auf diesen Tag vorbereitet, wie wenn ich einen Psalm lese. Natürlich können Sie Zeitung lesen, aber das muss doch nicht als erstes sein. Also die Medien drücken mich oft, die verschlechtern meine Stimmung. Die geben mir ein falsches Bild von der Wirklichkeit. Um schön zu sein, muss ich schlank sein und muss ich jung sein. Dann guckst du den Bachelor und German Next Topmodel und sonst was. Und Deutschland sucht den Superquark. Und lauter so Dinge. Und dann guckst du das an und denkst, so muss sein. Das ist doch Lüge. Superstar. Das ist Lüge. Du setzt dich einer Lüge aus und wirst von der geprägt. Oh, ich habe wieder 2 Kilo zugenommen. Ich kann aber gucken, wenn einer mit dabei ist. Sei dankbar. Woanders hätten sie Hunger. Wenn ich aber als erstes die Bibel zur Hand nehme, Wochenspruch, wer von Ihnen weiß den Wochenspruch noch von heute? Oh, also da hinten ist doch jemand, sehr gut, danke. Sehr gut, also ich habe das vorher abgesprochen, Sie hätten auswendig gelernt. Genau. Ich lese, und zwar ist es der Vers, der vor dem, bevor, wenn du durchs Wasser gehst, kommt. Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat. Also Gott hat dich geschaffen, du bist kein Zufallsprodukt. Fürchte dich nicht,
Es kommt auf fast jeder Seite der Bibel vor, fürchte dich nicht. Wenn du morgen wieder in die Schule gehst, fürchte dich nicht. Wenn du morgen wieder in deinen Alltag gehst und überlegst, wie kriege ich das mit 3 Kindern bewältigt, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn ich das morgens als erstes lese und mich dieses Wort prägt, dann gehe ich anders in den Alltag, wie wenn ich lese, dass eine Schlange einen Mann umgebracht hat. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das umsetzen. Sagen Sie Gott doch alles. Reden Sie mit ihm. Legen Sie ihm Ihre Sorgen hin. Und Sie werden merken, Gott, sein Wort verändert Sie. Der Michael Lang hat mir erzählt, dass er letzte Woche eingeladen hat, auch zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Auch da lade ich ein. Dass man nicht einfach irgendwie so seinen Glauben lebt, sondern dass man ganz bewusst sagt, Jesus, nimm doch mein Leben in die Hand. Du bist das Wort des Lebens. Wenn du in mein Leben kommst, dann wird es sich verändern. Ich habe mit 15 eine Entscheidung getroffen. Und ich bereue keinen Tag, seit ich mit 15 eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen habe. Ich bereue keinen Tag. Und ich habe ja, bevor ich Pfarrer oder Prediger wurde, habe ich ja was Anständiges gelernt beim Daimler Maschinenschlosser. Das war nicht immer einfach, mit meinen Mitkollegen Christ zu sein. Aber ich bereue keinen Tag. Wenn ich heute meine Kameraden anschaue, die damals mit mir in der Schule waren, will ich mit keinem tauschen. Lehre du mich, deine Bestimmungen zu folgen. Sie sind besser als in Schatz, in Gold und Silbermünzen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Ich hatte es ungemein gefreut, dass sich so viele zum Konfirmandenunterricht dieses Jahr angemeldet haben. Ich darf euch mal bitten, dass Sie jetzt mal alle mit ein bisschen Abstand, vielleicht von da hinten bis hier, es sind ja wirklich, ich glaube, 23, eine kann heute nicht dabei sein, dass ihr mal nach vorne kommt, weil wir, Martin und ich, wir wollen euch ja heute eine Bibel überreichen. Ja, am besten genau, macht eine Mund-Nasen-Bedeckung drüber, wenn ihr sie in der Tasche habt. Und dann stellt ihr euch mal nach vorne. Wir haben zum ersten Mal in unserer Gemeinde Konfi-Teamer, die Konfirmandinnen und Konfirmanden auch mit begleiten im Unterricht. Die eine ist die Christina, die auch mit die Bibel überreichen wird. Der andere ist der Dave, der ist gerade mit seinem Sohn beschäftigt, der winkt ganz hinten. Ganz toll, dass ihr euch bereit erklärt habt, mitzumachen. Weil wir gesagt haben, es ist auch wichtig, dass bei einer so großen Gruppe wir euch auch so begleiten können, dass es auch wirklich gut für euch ist. Wir haben zum einen den Konfirmandenunterricht, wir haben aber auch einen Teenie-Kreis, Teens and God, der hier in der Gemeinde am Samstag stattfindet. Und wir haben schon eure Konfikerzen gebastelt letzten Mittwoch. Die können wir jetzt leider nicht sehen, die sind drüben in der Kirche. Aber wenn wir dann wieder in der Kirche sind, dann könnt ihr die jedes Mal anmachen, wenn ihr dann in Gottesdienst kommt. Und es war auch Martins Idee, eben, dass ihr eine Bibel, eine ganz besondere Bibel bekommt. Wir hatten in der Gemeinde immer die Gute Nachricht Bibel. Jetzt gibt es aber seit einiger Zeit auch eine ganz aktuelle, moderne Übersetzung der Bibel, die Basisbibel. Und die haben wir für euch besorgt und als Geschenk der Gemeinde für eure Zeit, eure Vorbereitung, wollen wir euch diese Basisbibel schenken. Eine ganz tolle Bibel, mit der wir
ganz tolle Erfahrungen machen werden. Und ihr könnt sogar die Farbe raussuchen. Es gibt blaue, es gibt grüne, es gibt pinke. Und die blaue waren die meisten, sehe ich gerade. Aber jetzt darf ich euch einfach bitten, dass ihr, Martin und Tina, dass ihr einfach eine Bibel nehmt. Vorne ist natürlich auch der Name des jeweiligen Konfirmanden, der jeweiligen Konfirmandin drin, den dann lest und dann überreicht. Tina macht den Anfang. Jonas Pauli. Danke. Bitteschön. Philipp Scharfenberg. Und ich habe den Prinz Cotterell. Prinz. Gott segne dich. Finn Seitz. Louis Schumacher. Wir haben zweimal Zwillinge dabei dieses Mal. Ich habe den einen. Finn Sindlinger. Gott segne dich. Paul Wagner. Julian Schneid. Und ich habe den Simon Müller. Sarai Brösamle. Zoe Strohhecker. Und ich habe einen vom zweiten Zwillingspärchen, den Nick Schumacher. Jule Bräuning. Ist nicht da. Nee, Jule ist nicht da, stimmt, ja. Das ist die, die sich abgemeldet hat vorhin. Jana Dengler. Und ich habe die Emily Kopp. Katja Gauger. Felix Heim. Und ich habe den Jakob Reichert. Annemieke Schulz. Konstantin Haag. Ich habe die Juli Schulz von Ascheraden. Tom Sindlinger. Und Johanna Lang. Haben alle eine, oder? Als Konfis hat man so manche kleine Aufgabe auch in der Gemeinde. Und eine Aufgabe, die habe ich gleich heute jetzt für euch. Und zwar, ihr dürft jetzt ein Liedblatt an alle verteilen mit einem Lied. Ich habe es gerade vorher noch kopiert, weil nicht das richtige Lied meines Erachtens auf dem Liedblatt ist. Das ist ein ganz tolles Lied. Das greift eine Stelle auf, da sagt jemand zu Jesus, ich glaube eigentlich gar nicht mehr, dass du so richtig derjenige bist, dem ich nachfolgen soll. Und ein anderer sagt es auch von seinen Schülern. Und Jesus hat es sehr traurig gemacht und er wendet sich an die anderen, die noch da standen und sagt, wollt ihr denn auch weggehen? Wollt ihr auch von mir weggehen? Und dann sagt Petrus, nein, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Der Petrus, der hat es erkannt, dass diese Worte, die Jesus sagt und die dort in der Bibel drin sind, dass die, so wie es Jörg auch gesagt hat, dass die wahr sind und dass die ewig sind, im Gegensatz zu vielen anderen menschlichen Worten. Herr, du hast Worte des ewigen Lebens, weil
wir durch sie das ewige Leben geschenkt bekommen, durch Jesus. Das sind einmal gelbe und einmal weiße Blätter, ist aber das gleiche Lied drauf. Sie können gern das Liedblatt mit nach Hause nehmen, weil ich finde das Lied so genial. Können Sie auch immer mal wieder einfach auch lesen oder auch singen. Genau, die Konfis können es ja jetzt einfach durchgeben und dort, wo sie ihrer Familie eins und auch den anderen. Und dann wird man dieses Lied jetzt miteinander anstimmen. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Wo fände ich Glück? Allein durch Jesus. Beten und ich bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du kein stummer Gott bist, sondern dass du redest. Wir danken dir, dass du zu Abraham geredet hast und dass er dir geglaubt hat, obwohl er überhaupt nichts gesehen hat. Wir danken dir, dass David auf dich gehört hat. Wir danken dir, dass Maria auf dich gehört hat. Viele andere, die uns in der Bibel vorgestellt werden, dass sie auf dich und dein Wort gehört haben. Und dass sie dadurch Großes erlebt haben. Wir wollen dir unsere Konfirmandinnen ans Herz legen und danken dir noch einmal für sie ganz herzlich und bitten dich, dass sie in dieser Konfizeit deine Stimme hören. Das ist gar nicht so einfach, bei den vielen Stimmen, die es gibt in dieser Welt, deine Stimme herauszuhören, weil so viel Geräusche sind. Weil so viele verschiedene Dinge sind, die auf uns einstürmen. Aber ich glaube, dass du uns gerade in der Stille begegnen möchtest. Und wir bitten dich, dass du uns auch offene Ohren schenkst und noch mehr offene Herzen für dein Wort. Herr, wir sind immer noch mitten in dieser Pandemie und wir bitten dich,
dass sich diese Delta-Variante nicht weiter ausbreitet und dass ja auch die, die geimpft sind, auch ja besser geschützt sind. Danke dafür. Ich bitte dich, dass du uns herausführst aus dieser Pandemie. Wir bitten dich, dass die, die eben durch dieses Virus auch viel Schweres erlebt haben, viele auch gestorben sind, Herr, dass du sie aufnimmst in dein ewiges Reich und dass du denen neue Kraft schenkst, Genesung, die durch dieses Virus schwer beeinträchtigt wurden, auch an der Seele. Herr, wir bitten dich für unsere Kinder und Jugendlichen, dass du die auch so unter dieser Fernbeziehung, unter diesem Fernab von der Schule sein und den Klassenkameradinnen und Kameraden so gelitten haben, dass du sie segnest, dass sie auch neuen Mut schöpfen können. Das bitten wir auch für uns. Wir bitten dich auch für die, die im Krankenhaus sind im Moment. Wir wollen einen Moment der Stille halten, wo nun jeder und jede auch für sich noch einen oder mehrere Namen nennen kann, für die wir beten wollen. Und wir beten gemeinsam, wie du, Jesus, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte euch wieder Platz zu nehmen. Sehe ich die Sabrina? Ja, sie steht gerade. Ja, es gibt auch heute noch wieder ein paar Dinge abzukündigen. Erstmal danken wir ganz herzlich allen Beteiligten an diesem besonderen Gottesdienst und vor allem auch Jörg Breitling und dem Eva-Team und dem Posaunenchor für die bisherige wunderschöne Begleitung. Und herzlich herzlichen Dank auch für das Opfer vom vergangenen Sonntag in Höhe von 431,30 € für unsere Kinderchöre. Das heutige Opfer erbitten wir für die Liebenzeller Mission und Jörg Breitling, vielleicht magst du noch was dazu sagen, wo es hingeht, für was es bestimmt ist? Ich sage es morgens sicher. Okay, also verschieben wir auf später. Dann zu den Veranstaltungen in dieser Woche. Der Besuchsdienst trifft sich am Donnerstag um 17.30 Uhr im Gemeindehaus. Und auch da können wir noch gut Verstärkung gebrauchen. Wenn Sie Interesse haben, dann einfach im Pfarramt melden oder bei Michael nachher. Oder Sie kommen einfach zum Treffen am Donnerstag. Im Anschluss laden wir herzlich noch dazu ein, hier zu bleiben. Eigentlich wäre heute unser großes Gemeindefest. Allerdings können wir das nicht so feiern, wie wir es gerne tun würden. Aber es gibt rote Würstchen vom Grill und im Bäckle. Es gibt Krustenbraten im Bäckle und ein kleines Salatbuffet und Getränke. Und bei der Essensausgabe steht ein kleiner Spendeneimer, an dem Sie sich sozusagen ein bisschen erleichtern dürfen, sozusagen. An die Tische dürfen maximal Personen aus zwei Haushalten sitzen, nach den aktuellen Regeln. Aber wir freuen uns, wenn Sie noch ein wenig hier bleiben und mit uns noch ins Gespräch kommen und zumindest ein bisschen feiern. Herzliche Einladung auch zu folgenden Gottesdiensten. Am Donnerstag im Franziska von Hohenheim Stift mit Pfarrer Ziegler. Am Freitag ist Jugendgottesdienst Hope hier im Gemeindehausgarten mit Martin und Ann-Christine Grauer. Am Samstag ist um 18 Uhr Konfi-Abendmahl in der Michaelskirche drüben. Und am kommenden Sonntag ist um 9.30 Uhr der Konfirmandengottesdienst.
Konfirmationsgottesdienst, so gut, mit Pfarrer Michael Lang und mit Vikar Martin Grauer und auf der Posaunenkorb und da wieder spielen. Genau, dann darf ich an Michael nochmal abgeben. Nächsten Sonntag werden konfirmiert die Luisa Pflister, die Judith Gabriel, der Leon Kaiser, die Finja Meidel, der Joshua Müller, Tim Nies, Madeleine Renz, Philipp Reichert, Mika Seeger, Tobias Schaubrau und Julian Strähler. Herr, wir bitten dich, dass dieser Tag ein ganz besonderer Tag wird im Leben dieser Jungs und Mädels, die ich gerade vorgelesen habe. Ich danke dir, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, dich kennenzulernen, und danke dir, dass sie jetzt ihr Ja zu dir sagen wollen, und bitte dich, dass du diesen Konfirmationstag für sie zu etwas ganz Besonderem machst. Danken dir, dass auch wenigstens eine kleine Feier auch möglich ist, und bitten dich, dass ja, sich niemand auch ansteckt und alles auch gut läuft. Wir bitten dich, Gott, um deinen Segen, dass du durch deinen Heiligen Geist ihren Glauben stärkst und sie beschützt und behütest. Amen. Und nun wollen wir das Segenslied miteinander anstimmen: Sei behütet. Gemeinschaftsverband, und dann gibt es aber auch die Liebenzeller Mission, und die Liebenzeller Mission ist weltweit tätig, um Menschen die frohe Botschaft zu sagen. Das heißt, wenn sie jetzt opfern, gäbe es nicht mir keine Sorge, also das kommt nicht bei mir. Das heißt, wenn die Predigt schlecht war, können sie trotzdem fröhlich nachschmeißen, es liegt also. Und ich wäre dankbar, wenn es das für Manuel und Esther Stoll gäbe, und die sind in Afrika, in Burundi,
Die sind jetzt ausgereist, eine junge Familie mit zwei Kindern, um einfach dort denen frohe Botschaft weiterzusagen. Also sie machen nichts falsch. Gut, ich spreche das Segen, wenn es möglich ist, da hebe ich sie. Geh mit der Einsicht, dass Jesus dich bei seinem Namen gerufen hat und du zu ihm gehörst. Geh mit der Absicht, ihm Danke zu sagen, mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geh mit der Aussicht, dass Jesus bei dir ist, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Es segne und begleite dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Guten Appetit. Einen guten. Einen guten.